Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Ich bin super aufgeregt und freue mich, dass ich es jetzt endlich angegangen bin. Und vielen Dank, dass ihr mir auf meinem Instagram-Kanal so viel Mut zugesprochen habt. Ohne das hätte ich mich wirklich nicht getraut. Solltet ihr euch für Instrumentenbau interessieren, sowohl Reparaturen, Neubau von Instrumenten, Instandhaltung, wie ihr sie pflegen könnt, dann abonniert am besten meinen Kanal. Lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich immer über Themenvorschläge. Und jetzt geht's auch schon los. Wir wollen zusammen eine Geige bauen. Das haben wir beschlossen. Und die erste Frage, die sich nun stellt, ist, was für ein Modell wollen wir eigentlich bauen? Ich bin Lisa und selbstständig als Geigenbauerin in Feldkirchen in der Nähe von München. Ich baue meine Instrumente immer um eine dieser Formen. Zuerst baut man den Zargenkranz, dann werden Decke und Boden darauf angepasst und angeleimt und zum Schluss die Schnecke oben angesetzt. So, wir haben jetzt drei Modelle zur Auswahl. Amati, Stradivari und Guarneri. Fangen wir mit Amati an. Amati zählt als der Urvater des Geigenbaus. Von ihm haben Stradivari und Guarneri ihre Bauweise und auch die Form übernommen und später ihren eigenen Stil daraus entwickelt. Typisch für Amati, das kann ich euch gleich mal an meiner Bratsche zeigen, typisch für Amati sind eine hohe Wölbung, sowohl Decken- als auch Bodenwölbung, sehr lange spitze Ecken, auch eine sehr lange Einlage. Insgesamt, wenn wir uns die Formen betrachten, ich zeige es euch mal hier am F-Loch, werden wir sehr viele Kreisausschnitte finden. Also hier, das entspricht schon fast einem Halbkreis. Bei anderen Instrumenten läuft dieser Teil dann deutlich spitzer oder feiner zu, so auch bei Stradivari und Guarneri. Die Bären, hier diese Löcher, diese Runden, sind sehr klein. Auch die Schafte sind sehr schmal und die F-Lochklappen sind auch ziemlich klein und laufen parallel, wenn nicht sogar schon fast ein bisschen zusammen. Das ist deutlich anders bei anderen Instrumentenbauern. Auch die Schnecke ist sehr zierlich, also insgesamt ist er ein sehr feiner, zierlicher Bauer. Er baut sehr feine, zierliche, hat sehr feine, zierliche Instrumente gebaut mit sehr schmalen, aber sehr runden Rundungen. Und seine Instrumente klingen durch die hohe Wölbung und auch durch den Gegenschwung eher weich und warm. So, der nächste Herr ist dann unser Herr Stradivari. Man sagt sich über ihn, dass er bei Amati gelernt hat, genau beweisen kann man das aber nicht. Wenn wir von der Stradivari sprechen, dann sprechen wir von einer Stradivari aus der goldenen Periode. Das war sozusagen seine Hochzeit im Geigenbau, in der er wirklich unübertroffene, handwerklich auf höchstem Niveau Instrumente gebaut hat. Seine Instrumente sind deutlich wuchtiger, deutlich breiter. Bei ihm ist alles etwas massiver als bei Amati, sowohl die Schnecken als auch die Wölbung, die ist weiter gezogen. Also wir haben da nicht diesen Gegenschwung, sondern es ist alles etwas weiter gezogen. Er ist insgesamt etwas flacher. Seine Instrumente sind sehr klar vom Klang und auch sehr tragfähig. Der dritte Herr im Bunde, unser lieber Guarneri, hat es, naja, vielleicht nicht ganz so genau genommen mit den ganzen optischen Feinheiten. Bei ihm sind die Schnecken auch mal etwas schief und krumm. Die Wölbungen und auch die Form von Instrument zu Instrument kann sehr variieren, auch die F-Löcher. Also der war wirklich ein experimenteller Geselle, der es manchmal nicht so ganz genau genommen hat. Für mich persönlich sind Guarneris Instrumente klanglich wirklich brillant. Also ich liebe Guarneri Klang. Und selber habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht, wenn ich Guarneri-Modelle nachgebaut habe. Also die haben wirklich eine gute Tragkraft und waren immer sehr solide. So, ihr habt jetzt die Qual der Wahl und dürft gerne mal abstimmen.
Welches Instrument soll ich bauen? Soll ich mich an den feinen, grazilen Amati wagen? Oder doch an Stradivari in seiner goldenen Periode, etwas massiver und dafür aber höchst perfekt? Oder gebt ihr mir ein bisschen Freiraum, auch mal ein paar Schusselfehler zu machen und so dem Guarneri-Modell gerecht zu werden? Lasst mir gerne einen Kommentar da oder stimmt bei mir auf Instagram ab, bei meinem Post. An die Geigenbauer, die das jetzt angeschaut haben. Ja, ich weiß, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt und manchen stellen sich wahrscheinlich die Haare auf und ihr denkt euch, wie kann man nur das alles so grob über den Kamm scheren, aber ich mache das eben für Leute, die noch überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Ganzen haben und ich werde natürlich von Schritt zu Schritt noch sehr viel weiter in die Tiefe gehen und ja, schauen wir einfach mal, wohin die Reise geht. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Wenn du jetzt noch da bist, dann gib mir gerne einen Daumen hoch oder folg mir auf Instagram. Ich freue mich immer sehr über den Austausch. Bis bald!